Hallo, ich bin Elienix und in diesem Video stelle ich euch meine 5 liebsten Create a Sims Mods vor. Viel Spaß! Wie der Name schon sagt, im Create a Sim erstellst du deine Sims. Und ja, natürlich gibt es auch hierfür Mods, die diesen ein wenig verändern. Dabei gibt es einfach Mods, die das Aussehen des Tools verändern oder einfach Features hinzufügen, um dieses zu verbessern. Und ich stelle euch jetzt meine Top 5 von diesen vor. Falls du übrigens noch keine oder wenig Ahnung hast, was Mods und Custom Content überhaupt sind, hier rechts oben kommst du zu meinem Guide, in dem ich alles ganz genau erkläre. Ich erkläre in diesem Video nämlich, was Mods und Custom Content überhaupt sind und wie man diese auf Windows und Mac installieren kann. Aber jetzt kommen wir zum Hauptinhalt von diesem Video und ich erzähle euch mehr von meinen 5 liebsten Create a Sim Mods. Du fragst dich, warum genau du Mods für deinen Create a Sim brauchst? Naja, um ehrlich zu sein, du brauchst keine Mods. Niemand braucht Mods. Aber sie machen dein Leben besser. Und deswegen stelle ich sie dir hier vor, weil ich mir denke, sie werden auch dein Leben bereichern. Nur zum Vergleich, damit euch dann die Veränderungen besser auffallen, zeige ich euch noch ganz kurz meinen Create a Sim ohne jegliche Mods. Wir sehen hier den meiner Meinung nach relativ eintönigen blau-grünen Hintergrund. Wir sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Oberteile gehen, wir haben hier pro Reihe jeweils 2 Objekte. Wenn wir nun auf die Presets gehen, wir sehen, wir haben hier nur einige wenige Körper zur Auswahl. Eine weitere Sache, die mich an Sims schon länger gestört hat, sind diese Wimpern. Also die Wimpern von EA, ja, keine Ahnung, was sich die Entwickler ihnen dabei gedacht haben. Und nicht zu vergessen, unser Sim bewegt sich auch die ganze Zeit. Alle Dinge, die ich euch jetzt aufgezählt habe, werden durch die Mods in meinem Spiel verändert. Oh, und keine Sorge, die Links dafür findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Der erste Mod, den ich euch jetzt zeige, nennt sich Old School Cast Room und wie der Name schon vermuten lässt, verändert sich dabei der Hintergrund des Create a Sim. Aber ich zeige euch das jetzt am besten gleich. Und zwar dank dieser Mod sieht unser Hintergrund jetzt so aus. Ich liebe diesen Mod einfach. Der Create a Sim hat dadurch so etwas Nostalgisches. Dieser Raum ist, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich an Sims 3 angelehnt. Auf jeden Fall finde ich den Hintergrund so um einiges realistischer und einfach schöner als dieses eintönige Blau-Grüne im Hintergrund. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Übrigens gibt es bei diesem Mod 6 verschiedene Optionen. Hierbei unterscheiden sich nämlich die Farbe von der Wand und die Farbe von der Tür. Alle weiteren Informationen und wie die unterschiedlichen Optionen denn genau aussehen, das erfährt ihr am besten auf der Seite des Creators. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Wie gesagt, dieser Mod ist natürlich Geschmackssache, aber für mich ist er mittlerweile einer meiner liebsten Create a Sim Mods. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Mod. Der zweite Mod nennt sich Stand Still in Cast und ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ich habe es ja schon vorhin erwähnt, wenn es eine Sache gibt, die mich wirklich nervt, dann ist es, dass die Sims sich im Cast immer und ständig bewegen müssen. Aber glücklicherweise gibt es auch hier einen Mod und den zeige ich euch jetzt gleich. Als wir gerade im Create a Sim ankamen, hat sie sich ja noch kurz bewegt, aber jetzt, wie wir sehen, absolut keine Bewegung. Sie steht völlig still. Diesen Mod habe ich von Mod The Sims und wie immer findet ihr auch diesen Link in der Videobeschreibung. Viel mehr gibt es zu diesem Mod dann auch nicht zu sagen. Wenn ihr ihn installiert habt, dann steht euer Sim im Create a Sim einfach still. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wenn du diesen Mod nicht in deinem Spiel hast und auch nicht in deinem Spiel haben möchtest, warum? Also wie kommst du damit klar, dass die sich ständig bewegen? Hast du Nerven aus Stahl oder was genau ist deine Erklärung? Das war jetzt übrigens kein Angriff, ich bin einfach nur neugierig. Auch unser dritter Mod hat einen ziemlich selbsterklärenden Titel. Er nennt sich nämlich No EA Lashes. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber die originalen Sims-Wimpern von EA sind nicht unbedingt als solche erkennbar. Ich zeige euch einfach schnell, was ich meine. Von EA gibt es eben nur diese einen Wimpern, also diese schwarzen Striche, egal welche Augen wir auswählen, sie sind einfach da. Man weiß nicht genau, ist es ein Lidstrich, ist es ein Schatten oder ist es vielleicht doch nur Dreck? Ja, gut. Aus diesem Grund habe ich einen Mod dafür. Wie ihr seht, es gibt auch hierfür eine Lösung. Dieser Mod löscht nämlich die EA-Wimpern. Also wie wir sehen, hier im Preset sehen wir noch, wie die Wimpern aussehen sollten. Aber der Mod löscht diese ganz einfach weg.
Also noch einmal, nur dass ihr mich richtig versteht. In diesem Mod sind keine Wimpern inkludiert. Der Mod löscht einfach nur die Wimpern von EA. Wenn ihr also nur diesen Mod habt, dann haben eure Sims ganz einfach keine Wimpern mehr. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr Wimpern haben möchtet. Dann ladet euch am besten einfach Custom Content Wimpern herunter. Ihr findet davon wirklich jede Menge auf The Sims Resource. Diese Wimpern findet ihr dann übrigens meistens unter Accessoires und zwar unter Brillen. Und hier sehen wir schon jede Menge meiner Custom Content Wimpern. Die sehen dann einfach viel realistischer aus und haben einfach wirklich mehr Charakter. Falls ihr gerne mehr über Custom Content generell wissen möchtet und wie man diesen installiert, kann ich euch nur noch einmal mein Video ans Herz legen. Das findet ihr hier ganz oben. Einfach draufklicken und schon erfahrt ihr alles, was ihr wissen möchtet. Und den Link zu diesem Mod findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Und jetzt als vorletztes kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsmod. Also wenn es um Creative Sims Mods geht zumindest. Dieser ist der More Columns Mod und mit Hilfe von diesem Mod könnt ihr nämlich die Objekte in einer Reihe erweitern. Also normalerweise gibt es ja immer nur zwei Objekte in einer Reihe und mit Hilfe von diesem Mod gibt es da ein paar mehr. Nochmal kurz zur Erinnerung, so sieht es ohne Mod aus. Wir haben hier jede Menge Reihen mit jeweils nur zwei Objekten. Und wie wir sehen, hier rechts ist alles leer. Also da hätten um einiges mehr Objekte in einer Reihe Platz. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und jetzt ist der More Columns Mod in meinem Spiel. Und wie wir sehen, wir haben 5 Objekte in einer Reihe. Es ist alles gleich viel übersichtlicher. Ich muss weniger scrollen und ich sehe einfach viel mehr Objekte auf einen Blick. Es gibt diesen Mod in 3 verschiedenen Varianten. Bei der ersten Variante habt ihr 3 Objekte in einer Reihe, bei der zweiten 4 und bei der dritten eben 5, so wie ich. Ihr müsst hierbei ein wenig aufpassen. Welche Variante ihr wählen solltet, hängt nämlich nicht nur damit zusammen, was euch am besten gefällt, sondern auch mit eurer Grafikkarte und mit der generellen Leistung eures Computers. Aber eine genaue Erklärung dazu findet ihr auf der Seite des Creators und die Seite des Creators findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ja, der More Columns Mod vereinfacht wirklich mein Sims-Leben und mit Sicherheit eures auch. Der letzte Mod, den ich euch zeige, der hängt mit den Presets zusammen. Das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, dass es einfach für Körper oder eben Gesichtsmerkmale wie Nase, Mund, Augen einfach von EA aus relativ wenige Presets gibt und dieser Mod erweitert diese ganz einfach. Aber ich zeige es euch gleich. Die Presets habe ich ja schon vorhin angesprochen, es gibt eben ein paar Körper und dann gibt es eben noch für Nase, Augen, Lippen, Wangen etc. gibt es eben auch noch ein paar. Aber der nächste Mod wird das Ganze jetzt um einiges erweitern. Wie wir sehen, der Mod fügt wirklich jede Menge neue Presets hinzu und das sind jetzt nur mal die Körper. Jetzt schauen wir uns noch das Gesicht an. Und zwar, wir haben hier jede Menge neuer Nasen und jede Menge neuer Lippen und neuer Augen und neuer Wangen. Einfach alles, was ihr euch vorstellen könnt. Es gibt jetzt unendlich viele Presets. Es sind nämlich tatsächlich über 100 bei Körper und Gesicht. Auf jeden Fall, den More Presets Mod finde ich großartig, vor allem, weil er einfach die Diversität in deinem Sims-Spiel erhöhen kann. Und diesen Link findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Das war's jetzt dann auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Mods näher bringen, die ihr noch nicht gekannt habt. Und ich hoffe natürlich, ihr seid von denen genauso begeistert wie ich. Falls du übrigens noch einen großartigen Create a Sim Mod kennst, den ich jetzt nicht in meiner Liste hatte, schreib es mir doch bitte in die Kommentare. Ich bin immer auf der Suche nach mehr. Dann freue ich mich wie immer über jedes Like, über jedes Kommentar und über jeden Follow. Neue Videos über die Sims kommen genau auf diesem Kanal jeden Montag und jeden Donnerstag. Dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!